Da der Alfons jetzt endlich seinen inneren Schweinehund überwunden hat und Sport treibt, habe ich gedacht, ich könnte das durch eine gesunde Ernährung unterstützen. Ich koche natürlich schon gesund, aber vielleicht hätten Sie ein paar Tipps für mich. Ja. Also wenn ich zum Beispiel daheim jetzt auf vegetarisch umstelle, wie ist das dann mit der Eiweißversorgung? Vegetarisch, hm? Ja. Ja, wie ich sehe, sind Sie ja schon sehr gut informiert. Naja, als Köchin ist man ja da manchmal ein bisschen betriebsblind. Aber man liest ja so einiges, so über Nachhaltigkeit, Vorbeugung. Und ich meine, mit dem Essen muss man ja schließlich anfangen. Da haben Sie völlig recht. Und Ihr ganzheitlicher Ansatz ist auch wirklich zu begrüßen. Aber es gibt Dinge, die wir im Alltag besser nicht dürften, die uns aber lieb sind. Und gerade diese Dinge haben einen hohen psychologischen Wert, den man nicht unterschätzen sollte. Das verstehe ich jetzt nicht. Also mancher wird gerade krank, wenn man ihm diese Dinge nimmt und vom Speiseplan streicht. Sagen wir den Schweinsbraten. Schweinsbraten? Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Nur so als Beispiel. Ja. Gegen Fleisch an sich ist nichts einzuwenden, solange man es in Maßen genießt. Also, dann könnte ich, sagen wir mal so alle 14 Tage, schon ein Fleischgericht auf den Tisch bringen. Gar kein Problem. Ansonsten viel Rohkost, viel Gemüse. Ich habe hier ein sehr gutes Buch über gesunde Ernährung. Da finden Sie viele praktische Tipps. Ja, ich brauche doch kein Kochbuch. Ich meine, kochen kann ich alleine. Ich dachte mehr an Aufbaupräparate. Ach so. Ja, ich lasse mir was einfallen. Ist sonst noch was? Nein, danke. Hallo, Frau Sonnenbichler. Hallo. Nehmen Sie das Buch doch mit. Ja, gut. Danke. Wiedersehen. Haben Sie eine Minute für mich, Frau Doktor? Das wissen Sie doch besser als ich. Wann kommt der nächste Patient? Es gibt keine Voranmeldung mehr für heute Nachmittag und deswegen wollte ich Sie auch fragen, ob ich mir freinehmen darf. Und vielleicht morgen auch noch? Es wäre mir sehr wichtig. Ich weiß, es ist kurzfristig. Allerdings. Aber Werner hat mich gefragt, ob ich ihn auf so eine Art Geschäftsreise begleiten könnte. Mein lieber Ex-Schwager will Sie mir also entführen. Ich denke, das geht. Herein. Ich hatte sowieso vor, morgen meine Hausbesuche zu erledigen. Entschuldigen Sie, Frau Kollegin, ich suche Paul. Hey, hey, Victoria, komm, mach auf, komm. Simon. Was machst du denn für Sachen? Der Drachen, ich glaube, ich bin umgekippt. Das glaube ich auch. Es sei denn, der Drache hätte ich K.O. geschlagen. Ich habe versucht, dich anzurufen. Warum bist du denn nicht rangegangen? Meine Mutter hat mich gebeten, dich zu suchen. Simon, ich habe Leukämie. Angeblich. Aber ich kann es irgendwie nicht. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Cordula van Dering. Sie ist und bleibt nun mal ein sehr mitteilsamer Mensch. Aber zu ihrer Ehrenrettung gebe ich gerne zu Protokoll, dass ich ihr erst die Daumenschrauben anlegen musste. War natürlich ausgedehnt Gummi. Ach, ist das schön, dich endlich wiederzusehen. Wie konntest du Cordula nur so bedrängen? Wie konntest du mich nur so betrügen? Sie hat mir von diesem Saalfeld erzählt und als sie gemerkt hat, dass ich fast umkomme vor Sorge, da wollte sie mir helfen.
Ich bin ihr jedenfalls sehr dankbar, egal was in der Zwischenzeit passiert ist oder nicht. Ich habe es nämlich kaum noch ausgehalten, ohne dich. Es tut mir sehr leid, wenn du dir Sorgen gemacht hast um mich, das wollte ich nicht. Das ist ja jetzt alles vergessen und vorbei. Hauptsache, ich hab dich wieder. Paul, begreifst du nicht? Es gab einen Grund, warum ich dich nicht sehen wollte. Weiß ich doch. Du wolltest eine Auszeit, ein bisschen Abstand. Aber den hast du ja nun gehabt. Und jetzt... Ich brauchte Zeit, um mir über alles klar zu werden. Silvia, jetzt ist mir alles klar. Silvia, ich... Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ja. Als ich am Telefon sagte, dass ich mich von dir trennen möchte, da... Lässt du mich bitte auch mal was sagen? Wir sollten nichts übers Knie brechen. Wir sollten... in Ruhe über alles sprechen. Ja, aber... Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Hier zwischen Tür und Angel. Außerdem musst du ja wieder an deine Arbeit. Nein, wir können jetzt reden. Ich wollte mir sowieso frei nehmen. Nein, ich möchte dir keine Umstände machen. Geh du zurück in die Praxis. Ich erkunde ein bisschen die Umgebung. Und freue mich darüber, dass ich dich endlich wieder getroffen habe. Hm? Was ich gar nicht zu hoffen gewagt hatte. Schließlich hat dieser Saalfeld behauptet, du wärst gar nicht mehr hier. Was machst du noch hier? Es ist nach acht und was soll das ganze Zeug? Was glaubst denn du? Ich weiß es nicht. Ich hatte dich darum gebeten, hier zu verschwinden. Ach komm, Felix. Wir hatten so eine wunderbare Zeit zusammen. Das sollte uns doch ein kleines Abschiedsessen wert sein. Findest du nicht? Ich will nur reden. Ehrenwort. Entweder du gehst jetzt. Jetzt. Oder ich gehe. Komm, eine Stunde. Dann siehst du mich nie wieder. Es war doch nicht alles schlecht, was wir miteinander erlebt haben. Und seit wann lässt du dir ein gutes Essen entgehen? Hm? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Paul hier ist? Stattdessen willst du auf einmal mit mir verreisen, nur damit ich nicht auf ihn treffe. Ja, du hast mich durchschaut. Ich wollte verhindern, dass er dich zu Gesicht bekommt. Außerdem... Was außerdem? Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Wie meinst du denn das? Ich kann es ja nicht genau erklären, aber der Mann kommt mir nicht koscher vor. Ach, du hast einfach nur Angst, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Nein, das stimmt nicht. Traust du mir nicht zu, dass ich meine Sachen selber regeln kann? Doch, natürlich. Ich weiß, Konfrontation ist nicht gerade meine Stärke, aber... Ich muss mich mit Paul auseinandersetzen und ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen. Das sollst du auch. Das hast du schon. Du hast beschlossen, dich von diesem Mann scheiden zu lassen. Ja, mit deiner Unterstützung. Und dafür bin ich dir auch dankbar. Trotzdem finde ich, aber warum willst du dich so einfach unnötig stressen? Alles, was mit deinem Mann jetzt noch geregelt werden muss, das kann auch über die Anwälte laufen. Dir traue ich ja, aber ihm nicht. Wer weiß, wozu er fähig ist. Davor wollte ich dich schützen, deswegen der spontane Ausflug nach Österreich. Schützen? Na ja, ich habe mich vielleicht nicht gerade geschickt verhalten, aber... Werner, bitte, ich bin kein kleines Kind. Ich werde morgen Paul treffen und ich werde ihm sagen, warum ich ihn verlasse. Das bin ich ihm schuldig. Ich wollte dich nicht riskieren. Ja, ich weiß. Trotzdem, halte dich bitte in Zukunft raus und lüg Paul nicht mehr an.